Moin und hallo, mein Name ist Shane von Das Games. Willkommen zurück zu Minecraft Juggerde mit Chibi Dexter, der irgendwas lose hat, Schraube oder so. Und Tourette LP, aka Kevin LP, der ebenfalls irgendwie, ich hab Angst. Irgendwie haben wir heute alles. Ja, läuft. Moin. Ne? Hallo. Also, wir sind in der neuen Welt, weil der gute Chibi richtig schleimig unterwegs war. Und dementsprechend öffnen wir jetzt die neuen Blöcke und dann geht's, glaube ich, von vorne los mit Challenges und alles und hier und da und Dame Chibi. Hat jeder von euch einen Block? Selbstverständlich seid ihr so frei. Ne? Nein, habe ich ja, nicht. Ja, dachte ich mir schon. Hab ich mir fast ich gedacht. Ich bin einfach zu geil dafür. Ja, 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 genau. Deswegen. Yeah. So, dann in 3, 2, 1, go. Wow. Ich hab eine Angel. Lauf weg vor dem. Ich öffne mal kurz die anderen Blöcke, weil wenn wir sterben, dann ist YOLO. Hä? Bin mal so frei, einfach ja, so. Ja, geh weg von Bob. Nice. Okay. Überlebt. Das war easy. Jetzt brauche ich nur allerdings, ich muss ihn mal ganz kurz einbauen oder so. Da vorne kommt Bob, Leute, ne? Aufpassen. Hm? Ja, warte, so trifft er mich ja der eh kommt nicht, zu ne? mir, Alter. Ich muss ja jetzt die wunderschöne Challenge raussuchen. Jeder wie voll lautet. Ich hoffe, ihr seid hyped. So was von, so was von. Alter. Ich bin noch ein bisschen müde. Und frag mich immer noch, warum. Also, Sekunde, die hatten wir schon mal. Stelle einem Mitspieler eine komplette Eisenrüstung zur Verfügung, hatten wir schon. Ne? Ja, die hatten wir schon. Okay. Dann erzähle während der Folge eine spannende Geschichte, egal ob wahr oder erfunden. Ah, die ist von mir, die Challenge. Wir starten den Timer. Ich meine, ist ja egal. Ne? Wir können ja nicht gleichzeitig eine Geschichte erzählen. Nee, das stimmt. Also, bitteschön. So, ich werde in der Zeit mal ein bisschen... Also, guck mal. Auf jeden Fall, so wie die Welt entstanden ist, ne? Da war ja der Drache so, ne? Der hatte dann gefurzt und dann ist die Welt entstanden, ne? Aber dann, was danach geschah, ist noch viel, viel schlimmer. Nachdem die Menschen auf die Erde gekommen sind, ja. Plötzlich, ja. Erschienen Dämonen auf der Welt. Auf der Welt, ja. In der Welt, ja. Und, ja. Die zerplätteten wieder alles, was der schöne Drache hingestellt hatte, ja. Was? Auf jeden Fall. Ah, Bob kommt! Ja, dann kam Bob. Und dann kam Bob. Warte, ich geh das den killen. Das war der riesigste, das war der dümmste Drecksack, den es überhaupt jemals gegeben hatte, ja. So. Hey, wieso und dann kann der, was kam hat der für eine Held? Range? Dann kam ein Held, ja, namens Shane Fox. Schleimo. Und er hatte ihn mit einem Holzschwert verprügelt, so, dass der... Und jetzt kommt er auf Torelle, Peter. Das ist sehr schlimm. Auf jeden Fall, der hatte so... Boah, der hat ihn so fertig gemacht mit dem Holzschwert. Okay, okay, Ja, ja. Ja, toll, Alter. Ich hab Schafe gefunden. Ja, und dann... Irgendwann hat er ihn so sehr vermöbelt. Ja. Wow. Und dann nice. War die Welt wieder in Ordnung. Das war eine spannende Geschichte. Geil. Boah, die war schon krass, ja, doch. Ja, die war also schon sehr geil, oder? Kann man schon sagen, ja, die war schon heftig. Die kann man ahnden, oder? Wow. Warte. Die kann man ahnden, warte, oder? Warte, nur für dich. Ja. So. Die kann man schon. Noch ahnen, oder? Ja. So. Ja, 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 ja. Super. Ne, Chibi, jetzt bist du dran. Ich verweigere mich, ich mach Nachschellen. Was? Okay, ich sammle erstmal Viecher. Muss ja nicht jetzt, wir haben noch Zeit, ist alles cool. Bob, ist ja noch alles Bob, cool. Ich hab übrigens, ja, passt auf, ich hab 4 Wolle, ich such mal noch ein bisschen mehr. Ey, Bob, Alter, lass mich in Ruhe, darf ich ihn bekämpfen? Nein, bloß nicht, bitte. Ja, aber du läufst uns doch die ganze Zeit hinterher. Ja, aber ist, wir siedeln gleich einfach um, ist doch egal. Ich hab nichts mit für Futtern, Mann. Ja, ich sammle doch schon für die Gemeinschaftsgesellschaft. Ja, ich sammle doch auch, aber dann ist Bob mir immer hinterher. Ja, jetzt darfst du dir schon eine Geschichte erzählen. Was für eine Geschichte? Ich hab keine Geschichte. Wir haben noch Zeit, immer noch. Dann musst du ja Freestyler einen ausdenken. Ja, Wugga Wugga Freestyler hier. Ich such erstmal Schafe jetzt, ja? Das ist viel wichtiger. Ich bekämpfe den jetzt. Okay, ich starte eine neue Welt. Okay, ich geh weg. Du kannst ihn nicht ficken, ja? Der ist krass, ey. Ist hat er nicht so, gesagt. Der was? Ist nicht so krass wie Tourette LP, Alter. Was habe ich nicht gesagt? Der böse F-Wort. Böses, gesellschaftlich verwerflich und komplett außerhalb der und so, ja. Außerhalb der Norm, ja, ja. Ja. Darfst du heutzutage darfst du sowas nicht sagen.
Ja, bitte. Gibt es eigentlich schon irgendwo einen Plan, wo wir uns niederlassen wollen? Ja, nee, ich bin aber jetzt gerade wieder am Wasser. Also das Problem ist, ich habe nur 4 Wolle jetzt gefunden. Ich suche mal hier da hinten weiter. Hat schon jemand Steine? Nee, ne? Nee. Nee, leider noch nicht. Ich sehe da vorne Kevin. Ja, am Wasser. Ich bin ja auch Dings am Farm. Ja, ich habe Fleisch. Guck mal, ich mache jetzt einen Ofen für uns und dann passt das schon, ne? Aber pass auf Bob auf, ne? Bob. Ja, wenn Bob jetzt kommt, dann ist vorbei, weil ich kann nicht mehr sprinten. Na, ich auch nicht. Gut. Bob, bist du bitte freundschaftlich zu uns? Freundschaftlich. Bauen wir da unsere Wohnung auf? Baust du da links hin? Nee, ich baue nur Steine ab für den Ofen und dann würde ich gern weiterziehen. Bisschen weg von Bob. So, vielleicht auf die andere Seite rüber oder so. Stimmt, hast recht, ja. Hast recht, Junge, hast recht, ja. Ich geh mal gucken, ob ich noch irgendwo Dings finde. Ah, da ist Bob. Ob ich noch Schafe finde. 4 hast du, ne? 4 Wolle. Ja, oder? Ich hab 4, genau, ja. 4 Wolle nur. Ja. Wir können ja auch Fäden sammeln. Spinnenfäden. Ich hab hier sogar Dings. Kohle. Au. Die baue ich mal ab. Was denn? Wow! Au! Also. Was bist du denn immer aggressiv hier? Ist echt so. Entschuldigung. Mann. Agro-Kev. LP. Jetzt kommt meine spannende Geschichte. Oh oh. Oh, jetzt geht es. Es war einmal in einem weit entfernten Land ein Rage Kevin. Nein! Nee. Dieser kleine Rage Kevin. Ich knabber kurz an meinen Fingernägeln. Terrorisierte seine Umgebung, indem er nahezu von morgens bis abends nichts anderes tat, außer zu ragen. Lalala. Laut schrie er umher und strampelte auf dem Boden wie ein bockiges Kind an der Kasse von Aldi, nur weil es die Süßigkeiten nicht kriegt. Bis eine kleine Fee erschien. Und diese Fee... War das die Zahnfee? Nein. Es wird dunkel, Leute. Half dem ragenden Kevin, indem sie zu ihm sagte... Kevin! Nimm mal deinen Zeigefinger und deinen Daumen. Führ den an dein Ohrläppchen ran. Ruppel dich und sag... Fusa! Fusa! Und wenn er nicht geragequittet ist, den wusert er noch heute so. Nice. Boah, die war sehr spannend. Die war krass, ey. Ja, auf jeden Fall. Also so spannende Geschichte habe ich noch nie gehört, ey. Challenge completed. Ja, also die war echt krass. Tja. So, ich habe hier unten schon mal ein bisschen was hier. Nichts also von wegen pupsende Drachen und so. Das ist echt so. Wo sind wir denn hier? Game of Thrones oder was? Ja, Mann, ich habe Ahnung. Wir haben Licht. Und Ahnung. Was los, Digga? Armer. Was los, Digga? Ahnung. Hat jemand von euch schon Cobblestone? Ja. Warte. Darf ich mal 3 haben? Cobblestone. Ja, warte. Ich geh mal gerade noch ein bisschen Holz holen. Ich hab noch Holz. Ich hab auch noch Holz. Ich mach mal eine Kiste. Hätte ja eigentlich die Geschichte von den 3 Reisenden. Nee, erzähl nee mal. Nicht. Erzähl also, es gab damals... Das war anno 1800, schieß mich tot, ne? Ja. Da gab es 3 Reisende. Diese 3 Reisenden waren in einer fernen Welt unterwegs. Mhm. Und sie hatten allesamt ein gemeinsames Ziel, nämlich den Wither zu töten. Okay. Mhm. Krass. Aber das Problem an der Sache war, sie hatten wenig Glück. Viel zu wenig Glück, als dass sie das jemals hätten schaffen können. Ja. Also haben sie sich beschlossen, sich irgendwo hinzustellen. Ja. Und dadurch, dass sie niemals Heldentaten vollbracht haben, haben sie sich Heldentaten erzählt. In Form von ganz, ganz spannenden Geschichten. Ah. Bis dass sie eines Tages dann doch vor dem Wither standen und bekämpft haben. Und dann? Wenn sie dabei nicht gestorben sind, dann stehen sie da noch heute. Dann erzählen sie sich die Geschichten noch heute. Hör mal, Alter, ganz cool. Ehrlich, das ist doch keine spannende Geschichte. Meine war spannend. Okay. Ja, genau so, Chibi. Genau so. Genau so. Was denn? War? Nix. Hallo? Nix. Guck Chibis Part, Mann. Okay. Ja, besten deinen. Guck nicht meinen. Doch, guck sein. Nein. Das ist am besten. Ich guck alle 3 immer. Hier drüben schlaft Simon. Ich hab denn so viel Zeit, ne? Geil. Ich auch nicht. Ich guck immer alle 3. Ach, stopp, warte mal. Wir haben auch schönes Licht hier. Guck mal. Warte. Ich finde keine Schafe. Habe ich schönes Licht, ne? V.
Fuck yeah. Fuck yeah. Haben wir eine Tür? Haben wir eine Tür? Nee, hallo? Nee, noch nicht. Aber ich kann eine machen. Aua. What the fuck? Ich kann eine machen. Ja, wäre gut. Mach schnell eine Tür. Warte, warte, warte. Weil hier kommen jetzt sehr viele Zombies an. Was los, Digga? Easy. Also hier, können wir damit die Challenge als bestanden gelten lassen, oder? Hui, guck mal, wir haben ein Haus hier. Fragezeichen. Ja, guck mal, bestanden. Okay. Alle bestanden, alles klar. Furzende Chibi, hast du nochmal Stein für mich jetzt? Yep. Dankeschön. Bam. Da, Dankeschön. Dankeschön. Was los, Digga, Anma? Ich buddel mal hier einfach. Der Arme, ich weiß, dass dir das nicht passt, aber ich buddel hier trotzdem nach unten. Arma, gutes Spiel. Was? Na, er sagt doch die ganze Zeit, was los, Digga, Arma. Arma, Armband. Nein, Armmal. Armmal, was? Das letzte Abendmahl. Was ja, los, genau. Digga, das letzte Abendmahl. Ah ja. Ja, Mann, Aldi. Oh Gott, Gertrude. Oder nee, Gabi. Ja. Nee, ja, Gabi, die hab ich hier hingemacht. Hier. Die bleibt jetzt hier. Hey, unser Hühnchen darf nicht weg. Nee, ich baue das hier wieder zu. Wow, die Challenge wieder. Nein, oh Gott. Das war die geilste Challenge, die wir hier hatten. Ja, die war die Katastrophen-Challenge überhaupt. War perfekt, ey. Nee, er macht da schon wieder einen Abgang nach unten. Ja. Das ist ein Schlafzimmer hier. Was denn? Ich habe gesagt, das wird dir nicht passen. Nee, das... Achso. Oh. Was ist los? Digga! Arme! Voll die unterhaltsame Folge, Alter. Ganz ja, ein bisschen entspannter, muss auch mal sein. Nachdem wir hier immer wieder sterben, brauchen wir jetzt auch einfach mal. Brauchen wir einfach mal. So ein bisschen, was zum Teufel? Ich bin gerade mal auf Höhe. Ja, wow, ich habe Eisen gefunden, nice. Ja, hier. Was ruf? Ja, nix ist los. Ich habe Eisen gefunden für uns. Digga! Tu was für uns. Für unser Volk. Ja. Du warst unser Volk. Irgendwas in meiner Hose spielt verrückt. Wow. Lass die Läuse aus dem Zoo. Lass die Läuse. Alter. Geil, oh Gott. Lass die Läuse aus dem Zoo. Chibi, du hast viel Kohle schon abgebaut, ne? 14 habe ich noch, ja. Lass die Läuse aus dem Zoo, ey. Dann nehme ich auf dem Rückweg nochmal was mit. Ich habe auch noch 4 Eisen, ne? Sauber. Es ging um Kohle. Warte. Ich hab 5 Eisen. Nice. Nice. Ja, Mann. Nice, Rabauke. Hör mal, du bist ja mal ein ganz schöner Junge. Was? Schöner fremder Mann. Ja. Schöner fremder Mann, alles klar. Darf er das? Spasti, Alter. Ja, so, jetzt ja. Mal gut hier. Darf jetzt mal bitte volle Konzentration, ja? Denk dran, wir haben eine Mission. Wir sind die Helden, über die man Geschichten erzählen soll. Da war das? Also ich will, dass Leute sagen, boah, die drei krassen PvP-Killer. PvP-HDLPs haben es tatsächlich geschafft, über Stock und Stein hinweg den Wither zu killen. Tine Wither. Tine Wittler? Nein. Tine Wither. Na, Tine Wittler töte ich immer. Ja, der Kampf gegen Tine Wither. Na, Tine Wither. Ah, scheiße. We geil. I smoke weed every day. Alles gut. Ja, dann kommst du mal rüber. Boah, Jimmy, Alde. Alde. Eine Folge lang, du darfst nicht Alde sagen, ist Challenge. Alter, ne. Das kannst du mir nicht antun. Ich hau die nachher rein. Ja, ich hau die nachher rein. Safe Gold. Hallo, das kannst du mir nicht antun, ey. Ja, mach ich aber. Du weißt ja, wie ich auf Alde stehe. Ja, siehst du mal dann. Und dann stirbst du. Kevin dann steht auf Alte. Ja, auf jeden Fall. Auf alten Schiffen lernt man segeln oder so. Ja. Alter Vater. Ja, stimmt doch! Ja, stimmt halt auch, ey. Ja, Alte! Alte sind Alte. Ich glaube, ich überlege mir das nochmal mit diesen Geschichten erzählen und Heldentum und so. Ja, überleg dir das am besten, ja. Besser, so heldenhaft bist du nicht. Ich geh uns mal angeln. Ja. Nee. Ja, krieg dich ein, ist ja gut. Nimm doch mal das Ding in deinen Hof, was? Hä? Hä? Ich hab Eisen gefunden, wollte ich sagen. Ja, gut. Chibili,
Was ist jetzt schon wieder? Chibi, sag mal, wenn es hell ist, ja? Ich gehe noch so lange farmen. Danke. Stell dich mal neben mich. Wo bist du? Stell dich mal neben mich. Ja, ich komme. Ich erscheine. Na, ich Junge. So, warte mal, ich stell mich mal neben dich. Oh ja, jetzt wird's hell hier. Jetzt ist es echt heller geworden hier. Ah, es wird hell. Ehrlich? Ja, weil Kevin ist ein Armleuchter. Ah! Jetzt hättest du fast... Du hast Gabi rausgelassen. Ernsthaft? Ja. Gabi! War nur das Echo. Was heißt hier, wird hell? Ist doch hell, guck doch mal. Hell, mal. Hier mit eurer Gamma-Einstellung. Ich will gucken, wo Schafe sind. Oh, da ist ein Wolf. Jetzt wird's hell, ja. Das ist vielleicht ein Wolf im Schafspelz. Ich kümmere mir mal um die Essen. Sehr gut. Ich komm gleich wieder hoch und dann geht's ab. Ich versuche mal ein paar Schafe zu finden, wie gesagt, ne? Yep. Ja. Ich habe ja den besten Orientierungssinn von uns. Mhm. Ach so. Also hoffe ich zumindest. Okay. Aber stimmt doch eigentlich, oder? Ja, dann. Oh, ich bin tot. Gut. Ich habe nichts anderes erwartet, du. Ich bin noch nicht tot. Und genau hier ist dann Schluss. Naja, egal. Ich komme mal wieder hoch. Tudis. So. Also viele Schafe müssen wir nicht mehr finden, aber ich glaube, die spawnen auch neu. Du hast zur Not. Vier, ne? Ich mach mal, ja, ich mach sonst mal eine Schere. Ja, am aber sinnvollsten. Ich bin aber schon unterwegs. Unterwegs. Ja, ich gehe in eine andere Richtung dann. Ja, okay. Kannst du mir bestimmt sagen, in welche Richtung du gelaufen bist. Norden, Osten, Süden, Westen. Nimm mal auf, ich bin rechts aus dem Haus raus. Könnt ihr mal nicht so laut reden, ihr verjagt meine Fischis. Hör Scheiße. Hör mal, hast du irgendwie einen an der Klatsche oder was? Hey. Ja. Wo warst du noch? Rechts hoch aus der Tür raus bin ich gegangen. Ach so, okay, danke. Bitte. Bitte! Du bist schuld, wenn wir verhungern. Er ist echt so. Pizza. Wow. Ach so. Was? Wow. So, ich hab 20 Eisen. Bin ich jetzt cool? Ja. Nee. Du hast doch deine Angel. Nein, du bist nicht cool. Lol, du hast mich rangezogen. Daniel, hallo. Ja, ja. Du bist nicht cool. Sondern? Du bist... Nein, sag ich nicht. Toll. Kann ja auch gar nicht sein. Einfach um die Situation zu retten, toll. Mein Name ist Klaus. Seh verdammt gut aus. Kennt ihr den nicht? Fuck geht bei dir, Alter. Kennt ihr den nicht, Junge? Hast du Störungen im Kopf oder was? Hast du Schafe gefunden? Nicht? Ja, dann sei still. Wir sind übrigens schon längst über der Zeit. Ich sammle nur so gerne Eier. Ernsthaft? Eier. Ja, wir sind durch. Also kannst du gerne zurückkommen. Ja, ich brauche aber ein bisschen, ne? Ja, dann komm halt nicht zurück. Dann modd ich so ab. Ja, mach das. Können wir ja. Ich okay. Komm dann in der nächsten Super. Folge bin ich schon also, da. Also, ich hoffe, ihr seid nicht so komplett tot aufgrund dieser krassen, wunderschönen Stories, die wir hier erzählt haben, die so super spannend waren. Die war super. Und, ey! Ich hab da irgendwas im Kopf stecken. Ja! Warte, ich spring jetzt weg und du... Okay, dann nicht. Schaut doch bei den anderen Coden vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, Minecraft Joker. Das letzte Wort geht an Chibi. Das letzte Wort geht an Kevin. La France. Alles klar. Macht's gut. Bis dahin und Peace. Ciao.